Heute wird gefetzt, Leute, und zwar mit den zwei BMW-Maschinen. Einmal haben wir hier eine R18 Chopper-Maschine von BMW und einmal haben wir hier die S1000R, also Single R, nicht Doppel R, Single R. Und ich freue mich. Und jetzt wird geschnick, schnack, schnuckt, wer zuerst die Chopper fahren darf. Weil wir beide haben, glaube ich, auch mega Bock auf das Ding. Weil du bist auch noch nicht gefahren, ne? Nee. Okay, wer gewinnt, der darf das fahren. Was willst du denn als erstes machen? Was schwebt dir im Kopf vor, was du machen willst? Fahren. Okay, dann denk an Bikini Bottom. Kennst du das von SpongeBob? Nee. Jetzt schnell! 3, 2, 1. Junge, hä, ist das ein Brunnen? Ah, das machen wir ohne Brunnen, oder? Egal, ich habe sowieso gewonnen, weil ich ein fucking Papier habe. Aber natürlich ohne Brunnen. Was ist denn Brunnen für ein... Das gab's doch mal so, oder? Schnick, schnack, schnuck ist immer, dass eine Sache gegen eins verliert und gegen eins gewinnt. Hä? Und Brunnen gewinnt gegen zwei und verliert nur gegen eins. Deswegen ist das unfair. Oh mein Gott. Außerdem ich habe dich verwirrt, indem ich Bikini Bottom gesagt habe, weil das besteht aus Stein und dann dachte ich, du machst Stein. Ich dachte mit Bikini Bottom an Wasser und dann irgendwie an Brunnen. Ich spiele sonst nie Brunnen. Hä? Du hast mich. Was machst du für Psychotricks, verdammte Scheiße? Ja, und wie schlecht haben die funktioniert, aber ich habe trotzdem gewonnen. Was will der jetzt mit Bikini Bottom? Na gut, ja, dann fährst du. Aber ich bin auch froh, weil die bin ich auch noch nicht gefahren. Ach, das ist jetzt auch Keyless Go. Witzig. Ja. Ich habe gerade nachgelesen, ich bin immer so vergesslich. Ich meine, wir haben ja auch. Irgendwie 160, 165 PS, das testet man jetzt mal. Key, let's go, das hatte ich noch lange nicht. Ja. Weißt du, was richtig krass ist? Was? Das Ding wiegt über 300 Kilo. 350, 400, irgendwie sowas. Das ist abgefahren, das merkst du schon beim Rollen. Machen wir die mal an, oder? Klappe auf und zu. Nee, ich glaube erstmal anmachen und dann kannst du entscheiden. Nee, ich kann das piepen. Was? Blinken. Okay, jetzt pass auf. Breiter Stand. 3, 2, 1. Sieht zu dumm aus, wie oh, du da stehst. Kupplung. Boah, Alter! Was? Man hat es wahrscheinlich nicht so doll gemerkt. Doch, von hinten, aber echt? Schon hat man es voll gesehen. Also ich habe es richtig gemerkt. Ja. Dass das ist krank. Boah, pass auf! Guck mal, die geht richtig, guck mal, pass auf. Bei so einem Motor, der geht natürlich von links nach rechts. Aber ist ja alles, bei mir ist jetzt alles ganz normal, wie ich es auch bei meiner BMW kenne. Also da kämen wir uns auf jeden Fall aus. Außer, doch, das habe ich auch, das Symbol, glaube ich. Ich habe jetzt hier irgendwo... Einen Rückwärtsgang. Pass auf, jetzt bin ich so gespannt. Oh mein Gott, ich habe aber noch nie beim Motorrad einen Rückwärtsgang ausprobiert. Das geht überhaupt nicht. Warte mal. Hä? So, jetzt hat. Ich habe auch noch nie so einen Rückwärtsgang bedient an dem Motorrad. Ich verstehe das auch noch nicht so richtig. Das verstehe ich nicht. Scheiß drauf, ganz im Ernst. Juckt. Schieb keinen. Einfach jetzt. Ja, hat auf jeden Fall mega gut geklappt mit dem Rückwärtsgang. Das probieren wir einfach nochmal woanders. Boah, Alter. Junge, ist das strange. Guck mal bitte von der Seite, wie ich aussehe. Weil weißt du, das Geilste ist, dieser Crosshelm dazu. Das ach, sieht stimmt. So dumm aus. Ich bin mal gleich gespannt, wenn du mal auf dem Ding sitzt, wie das aussieht. Ja, voll. Alter. Boah. Oh, mit Predis am Po. Boah, das Ding will umkippen, glaube ich. Ja, komm doch auf die Straße, Mensch. Es ist ja alles gut. Junge, wie geil ist das denn? Ich brauche einen Chopper. Ja, guck, wird nämlich auch hier mal von der älteren Generation gefeiert. Und da kann man auch mal froh sein, dass die schon über 30 ist, weil sonst wärst du eifersüchtig geworden. Nee, ich wollte gerade sagen, dann werde ich schon ein bisschen eifersüchtig. Oh, Junge, ich eröffne mir mit diesem Bike hier ganz neue Zielgruppen. Vorsicht, da vorne ist ein 50er Blitzer, du bist doch so eine kleine Rasermaus. Hä? Sorry. Vorsicht, da vorne ist ein 50er Blitzer. So, jetzt wird getauscht. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das schon richtig angeguckt haben, aber ich gehe jetzt mal hier rum und... ja, das ist halt krass, ne? Und du sagst, ich muss jetzt aufpassen. Also erstmal musst du richtig vorsichtig die aufrichten und merken, was sie für ein Gewicht hat. Okay, ich dachte jetzt, es wäre schwer. Ständer oh Gott, Ständer, das ist meine Beine ein bisschen zu kurz. Okay, und jetzt breitbeinig drauf sitzen, damit die mir nicht wegkippt. Das ist hier nämlich alles ein bisschen anders. Genau, wir haben hier einen Umbau, nämlich. Das ist so hier nicht original. Wir haben einen anderen Sitz, das ist von Wunderkind. Und wir haben eine Auspuffanlage. Wie heißt die? Jekyll and Hyde. Genau. Jekyll and Hyde, Klappenanlage. Klappenanlage. Junge. Und jetzt ist auf oder zu? Leuchtet es? Das sehen wir gleich. Nee, okay, zu. Ich mach erst mal an. Oh Gott, ach du Scheiße. Boah, da muss man sich wirklich richtig drauf vorbereiten. Warte, jetzt muss man das mal schön von außen sehen. Konzentriert euch auf dieses Bild. Was ist hier los? Hallo. Ist gut, ne? Danke. Das sieht cool aus, oder? So ein kleines Mädchen auf so einer großen Maschine. Gut, ich bin
bin ja jahrelang in der Zen-Maschine, aber Chopper ist natürlich riesig. Weiß man ja nie, ne? Danke, tschüss. Mach ich, danke. Geil. Guck mal, es ist geil, das Motorrad kommt einfach richtig gut an. Und ja, jetzt, wie gesagt, jetzt gib mal kurz ein bisschen Gas. Merkst du, wie die sich bewegt? Ja, richtig, hier so. Burnout, nein. Was hat er gerufen? Burnout? Junge, wie geil ist er denn? Burnout, na klar, mit so einer Probefahrt. Ja, geil. Weiß er ja nicht. Oha. Okay, dann können wir loslegen eigentlich. Krass. Oh Gott, warte mal. Meine Beine, die hatte ich gerade auf dem Auspuff und ich muss den Fuß rasten. Da war ich gerade noch von der anderen, von der Naked. Oh ja, das ist geil, Junge. Aber ich fühle mich so heftig. Oh Gott, das ist ja richtig komisch hier zu lenken. Ja, lenken ist komisch und auch bei langsamer Geschwindigkeit. Du hast natürlich jetzt einen perfekten Spot hier gewechselt. Ey, das ist nicht nur Frauenmagnet, das ist auch Männermagnet. Ja, ist halt wirklich so. Wenn du auf so einem Ding, ja meinetwegen, wenn du auf so einem Ding als Frau unterwegs bist, dann kannst du aber mal glauben. Ich muss eine ganz andere einnehmen. Ich glaube, ich muss irgendwie so sitzen, oder? Dass du die Männer. Das sind Männer, so sitzen immer die Männer auf ihren Choppern. Der Auspuff. Rechts. Ja. Alter, das vibriert ja so am Hintern. Ja, jetzt gib mal Gas. Junge, die Frau ist die Frau hat gleich noch Gasmus. Was ist jetzt los? Das vibriert wirklich krass, ne? Nein, links wollte ich. Ja, aber wir sind mitten im Kiez. Geradeaus und dann hinten links, dann fahren wir über den ganzen. Warum willst du nur die Hälfte? Weiß ich auch nicht. Ich werde jetzt Chopper-Vlogger. Ich fühle mich ganz anders. Ich brauche eine Lederweste. Oh Gott! Ja, genau. Man vergisst es immer kurz. Ey, das ist echt krass, was für eine Macht dieser Boxerbote hat. So, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal ein bisschen reffen. Wenn die ins Spiegel gucken, sehen das kleine Mädchen, was auf dem Motorrad fast umkippt beim Gas geben. Die ziehen nicht sofort raus. Du bist schon wieder über 50 gefahren, oder was? Ja, das ist echt brutal. Er guckt auch ein bisschen begeistert. Los geht's. Oh, crash ein Moped oder was? Nee, ich glaube, die haben das Motorrad angehalten einfach. Oh. Jetzt hatten die mich im Visier. Ja, pass auf das Fahrrad auf. Hab ich gesehen. Mein Guter. Da, guck mal, die bedankt sich. Ja. Die sind nämlich, also die haben auch, glaube ich, Respekt und ein bisschen Angst vor dir auf dem Ding. Angst? Ja, da wird dich keiner anmachen. Die denken, du gehörst einer Gang an. Da lässt sich jeder in Ruhe. Boah, dieser Ständer. Du denkst echt so, Gott, nicht noch weiter. Krass, also ich muss echt sagen, das macht so Spaß, mit der zu fahren. Okay, also jetzt probieren wir mal den Rückwärtsgang. Das habe ich ganz vergessen. Und Sören hat das ja vorhin gar nicht so gut hinbekommen. Und mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Also wir haben jetzt schon YouTube-Tutorials angeguckt, haben es aber nicht gesehen. Und wir hätten mal vorhin auch richtig fragen sollen. Nicht nur, wo ist das, aber wie genau funktioniert das? Entweder sind wir richtig dumm und wir checken das gerade nicht und stellen uns an, oder? Was guckst du? Nach Knöpfen, die ich nicht gesehen habe. Extra Knopf denkst du auch noch? Nicht nur den Schalter, sondern Dass man wie bei anderen Sachen mit einem Knopf rückwärts fährt und nicht mit Gas. Okay, ich mach das jetzt erstmal an. Okay, fester Fußstand. Los. Ja. Oh. So, jetzt zieh die Kupplung. Jetzt ist das R, ne? So ja, rückwärts. Und jetzt gib mal Gas. Geht nicht. Ja, genau. Da sind wir bei meinem Punkt. Check. Ach, vielleicht hier drücken. Nein, dann geht's doch aus. Sicher? Ja. Nee, nach oben, aber nicht nach unten. Siehst du? Ich hab's gewusst. Alter, frag einfach mich, Sören. Ganz ehrlich, was bist du für ein Anfänger? Oh Gott, es geht doch richtig schnell. Du brauchst die Kupplung ja nicht. Ach, wo fahr ich denn hin? Ich hab gerade geguckt. Kupplung brauchst du auch dafür nicht. Ja, das habe ich jetzt. Ist ja egal. Geil! Ist ja richtig geil. Ja, für kleine Mädchen wie dich. Ja, du hast du genauso mit deinen dünnen Beinen. Geil! Krass, ja klar. Okay, los geht's. Aber warte, wichtig. Ja, pass ich hier durch? Oh Gott, das ist ganz schön hoch hier. Setz dich da auf? Nee. Okay. Das war aber knapp. Junge, es ist unglaublich, wie die gelacht haben. Die freuen sich richtig. Mädel auf so einer Karre. Ja. Ausgelacht oder gelacht? Nein. So gegrinst und miteinander geredet und so. Aber das sieht auch richtig geil aus, muss ich sagen. Der hat eine richtig schöne Form als Naked Bike. Auch dieser Rahmen, der ist so braun-kupfer irgendwie. Das ist richtig schön. Das gefällt mir. Du hast auch eine richtig schöne Form. Ja, danke. Okay, Leute, jetzt Tunnelfahrt. Macht eure Öhrchen auf. Boah, Junge. Alter! Ist das der erste Gang?
erste Jahr. Hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Fun-Faktor war ganz weit oben. Wie geht hier der Tank auf? Ist das auch mit Schlüssel dran halten? Wie funktioniert das hier? Aber das kannst du nicht einfach aufdrehen. Warum nicht? Oh, zu einfach. Aber kann man das auch einfach machen, wenn die aus ist? Halt mal, ja, klar. Hä, yeah, aber das muss doch verriegelt sein. Da kann doch jeder irgendeinen Scheiß reinmachen. Ist doch nicht gut. Oder deinen Tank abpumpen. Dankeschön. Danke, danke. Wir haben gerade eine Probefahrt gemacht. Macht Spaß. Fahren Sie auch Motorrad? Ich fahre eine Rollstar. Ah ja, kenne ich auch.